Ja, Reservepolster finanzierte Unterstützungskasse oder Reservepolsterfinanzierung, was versteht man unter diesem ja, sehr merkwürdigen Begriff? Das ist im Ergebnis ein sehr alter Begriff und unter Reservepolster meint man das Volumen, die Möglichkeit, die man steuerlich begünstigt, steuerlich flankiert einzahlen kann, was dann letztendlich für die Versorgung zur Verfügung steht. Reservepolster hat aus meiner Sicht aber eine doppelte Bedeutung. Reservepolster ist natürlich auch das Volumen, die Liquidität, die Vermögensanlage, die entweder in der Unterstützungskasse angelegt und investiert ist oder gleich im Unternehmen bleibt. Das ist natürlich auch ein Reservepolster, welches für Finanzierungen zur Verfügung steht. Das ist das Reservepolster, was ich immer so gern als Liquiditätsreserve bezeichne und nenne, was auch zur Krisenfestigkeit, was zur Krisensicherheit, was aus Mitarbeitersicht gesprochen im Prinzip dazu dient, auch den Arbeitsplatz zu sichern, das Unternehmen zu stärken. Das alles ist Reservepolster.